Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Dynamod War of the Walkers. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, die gestrige Folge, ja, sie war etwas spezial, ich gebe es ja zu und ja, euch hat es scheinbar gefallen. 30 Kommentare sind reingeflattert, die wollen wir heute bearbeiten und ja, ich fand sie alle durch die Bank weg nett. Also, was heißt nicht immer nett, aber sie waren halt schön ehrlich und vernünftig. So muss das sein. So muss das sein. Aber klarstellen will ich ja trotzdem noch eine Sache. Ihr dürft natürlich, wenn ihr meint, ich mache irgendwas massiv falsch, gerne reinschreiben. Ne? Nur halt nicht beleidigen. Das wäre ganz lieb. So, gut. Was wollte ich denn heute machen? Also, mein Plan ist auf jeden Fall schon mal den Baum zu pflanzen. Diesen Birdness Tree, den habe ich vor Ewigkeiten schon gelernt. Wir brauchen nur Pine Seed, zwei Stück, müsste ich ja irgendwie hinkriegen. Den Rest, den kriegen wir auch hin. Das habe ich ja noch im Lager. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt, denn ich will ja heute marschieren gehen. Und ja, bis da so ungefähr, ich schätze mal, tatsächlich hier eher, sollte eine Stadt kommen. Problem ist, Wautsmänner, also Wölfe, Hunde und was weiß ich nicht, alles da rumoxidiert und dir das Leben zur Hölle macht. Ne, der Schwarze, der hat sogar einen Namen, aber da kommen wir gleich in den Kommentaren drauf. So, ansonsten Skillpunkte, deswegen fange ich auch ehrlich gesagt so früh an. Hier haben wir First Aid Bandage und der Ersthilfeverband. Ich habe das wahrscheinlich mit dem Pflaster verwechselt. Ich lerne den mal, der war jetzt nicht so teuer. Wir haben noch 39 Punkte zur Verfügung. Müsste tatsächlich das sein, was wir machen wollten die ganze Zeit. Ja, das war's auch. Und dann schmeißen wir den schon mal in eine Warteschlange. Ist auch gut, wenn wir das schon mal haben, ne? Also 25 Stück gratis sozusagen. Und wir leveln sogar noch ein bisschen. Das war die einzige Aufgabe, die mir noch gefehlt hat. Fürs Erste-Hilfe-Kram-Zeugs. Und bin mal gespannt, was wir dann machen müssen. Ja, geil. Da war's schon. Ich mache trotzdem 25 Stück, die kann ich ja immer gebrauchen, genau ich sowieso. Questions. Ja, dann geht's jetzt hier runter. Das sortiert sich echt seltsam, ne? Ach, guck mal hier. Quatsch, wir sollen ja 25 machen, Blödsinn. Irgendwas habe ich ja trotzdem noch abgeschlossen, nebenbei. Okay. Er ist gleich fertig. Wir haben ja Zeit, wir haben heute alle Zeit der Welt, es ist ein wunderschöner Samstag. Coffee Chef. Ne, wir haben schon zwei geschafft, aber da bin ich viel zu lahm. Bin schon ganz aufgeregt. Also es gibt keine Belohnung, es gibt nur Dings, ihr wisst schon. Feste Erfahrung, Serienbelohnung 3000. Boah, so viel. Machen wir ein Level-Up hier. Müssen wir mal gucken. Oben auf der 27 links. Wow, das war eigentlich nicht viel. Okay. Ja, aber wie viel EP man für irgendwas bekommt, weiß ich gar nicht. So, jetzt haben wir es aber abgeschlossen und dürfen die zweite beginnen. Und zwar wäre das... Da! Töte Boar? Was ist denn ein Boar? Das ist ein Schwein, oder? Holding any bow to weapons. Okay, ich muss das mit... Ich muss... Wildschweine mit... Das soll ein Survival List Class Part? Aber man hat gerade Medikamente und dann soll man auf einmal einen Wildschwein töten. Seltsam, seltsam. Aber ja, mit einem Flitzebogen. Habe ich denn da was parat? Wir hatten doch was aufgesammelt. Das ist ja kein guter Flitzebogen. Aber ist egal, wir haben auch noch 55 Pfeile. Wenn wir einen sehen, ja, dann hauen wir einen raus, ne? So, 2:30 nachts. Ich habe hier richtig viel gemacht. Also hier, das, damit wollte ich die Tür reparieren an den anderen Bunker. Und wir haben 1700 Tanksten drin. Bis auf Glas ist eigentlich, und Lead ist hier eigentlich alles gut vertreten, ne? Kann man sich gar nicht so beschweren. So, der Nalinche Erste-Hilfe-Platz. Vier Schuss, toll. Hätte ich auch jetzt mir sparen können. Vier Schuss, was soll ich denn mit vier Schuss? Na, Flitzebogen sollte man immer parat haben. Da haben wir noch einen Skillpunkt vielleicht zu vergeben. Und zwar der Waffenschmied. Der macht ein bisschen bessere Qualität, aber auch an allen Waffen, die wir uns selber bauen. Kostet nur 3 Punkte. So, dann haben wir noch 30 übrig. Und dann könnten wir uns eigentlich einen neuen Bogen bauen. Ups, kann ich rausgehen brauchen. Der ein bisschen besser ist, ne? Sagen wir mal so. Zack, hier, zack. So, ein 150er Bogen gefällt mir auf jeden Fall besser als ein Billigbogen. Okay, dann haben wir schon mal... Guck mal hier, darf ich sogar bauen? Habe ich das alles in der Tasche? Ich bin echt ein Messi. So, Molotow-Cocktail. Wie viel darf ich bauen? 5. Sollen wir das machen? Das ist ja jetzt alles nicht so wertvoll. Einen Molotow-Cocktail haben oder nicht haben. Ne? Dort auch ein bisschen. Sehr schön. Molotow-Cocktails. So, wie gesagt, der Spaziergang, der muss sein. Weil wir einfach keinen einzigen
keine einzigen Bücherei hier haben. Nicht eine einzige Bücherei. Ich weiß nicht, ob ich wirklich nochmal dahin gehen will. Obwohl es eigentlich scheißegal ist, in welche Richtung wir gehen, oder? Wir könnten auch in der hier marschieren. So eine Straße folgen macht einfach am meisten Sinn. Weil die Waldecke da war jetzt, da bin ich jetzt zweimal gestorben. Da findet man zwar Wildschweine, aber egal, ne? Komm, wir essen nochmal was. So. Yeah, 81 Wellness. Yeah. Scheiße. Okay, fangen wir an mit den Kommentaren. Wir haben noch eine Stunde Wartezeit. Der Ice World. Das fand ich ziemlich witzig. Endlich hat Timmy sich Eier wachsen lassen. Genau so wie du spielst, wollen wir dich. Keiner ist perfekt und wir spielen alle sicher nicht besser. Mach weiter so, wie du es willst. Und wenn es nicht gefällt, der soll woanders schauen. Genau. Partner hat dann geantwortet, naja, mich stört schon, dass er die Tode nicht aufgenommen hat. Ja, das war ja auch eher ungeplant, dass ich da so oft sterbe. Sonst hätte ich es natürlich für dich extra aufgenommen, Partner. Danke, Eiswirt und Partner. Oh, die Kommentare waren echt gut, ne? Stefan Kluge. Erstmal ein wunderschönes Hallo und willkommen. Hey, 13 Spiele, mach weiter so, bin neu auf deinem Kanal, macht Spaß zuzusehen. PS. Das war ein Alpha-Wolf. Okay, ich kannte echt keine Alpha-Wölfe. Kein Schimmer. Jetzt kenne ich sie. Jetzt kenne ich sie. So, der Ofen ist aus. Ja, ich will raus. Dann haben wir den Zombürer. Das war mal eine epische Folge. Ich habe Bauchschmerzen vom Lachen. Erst lederst du über die Flamer ab. Das war schon genial. Und dann die ganze Folge, diese genialen Anspielungen auf die Pro-Gamer, die alles instant haben. Dazu die Wolfs-Action und die Folge war perfekt. Wenn ich dir einen Rat geben darf. Meide die Direwölfe, die Schwarzen und die anderen nur angreifen mit besseren Waffen. Okay, da hast du glaube ich noch geschrieben, das steht leider jetzt mehr Anzeigen, da komme ich nicht drauf mit der Maus, weil ich mich ja so hier bewege. Dass ich das hoffentlich nicht falsch verstehe mit den Tipps. Nein, ihr dürft natürlich auch noch Tipps geben, Gottes Willen. Es gibt, ist halt, wenn es halt so übertrieben wird, dann ist ja wohl klar, ne? Gut, ich will langsam raus hier. Warte mal, wir haben gar keinen Pfeil drin, ne? So, nur sicher ist sicher. Da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Loch hier. So, da kommen natürlich noch einige Kommentare dazu. Die muss ich aber gleich auf dem Handy lesen. Das ist einfacher, weil ich jetzt gerade auf dem rechten Monitor, da komme ich nicht dran. Lili. Ja, noch 4 Minuten. Ich gehe kein Risiko ein. Ich will diese Folge nicht sterben. Das ist mir sehr wichtig. Ne? Komm, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Da schaffen wir noch den Sepp. Forscher. Hi Tim, Respekt, wie du hier die Ruhe bewahrst, finde ich echt toll und Störenfriede zu entfernen ist doch normal. Machst tolle Videos, Let's Plays, weiter so. Dankeschön. Boah, ich war gar nicht ruhig geblieben. Ich fand, ich war überhaupt nicht ruhig. Meine Frau hat sogar gelacht. So, Tag. Eine Reise kann beginnen. Oh, Snowman, hier, was macht der denn? Warum rennt der noch? Oh, der war feral. War so klar. Ich darf nicht sterben. Oh, das dauert ewig, bis ich den Platz habe. Okay, man kann die ausweichen. Okay, bleib buggy, bleib buggy. Siehst du so schlecht mit den Augen von denen, ne? Alter, nein, nicht aufstehen. Hilfe. Warum ist das auch ein Feraler jetzt? Was, hat man gerade die Nacht hinter sich? Denkt an nichts Böses und dann kommt da so ein feraler Arsch. Okay, das verschwindet Pfeile ohne Ende. Könnt ihr jetzt abhauen? Es fall doch um. Oh. Na Gott sei Dank. Fall um. Jetzt habt ihr wenigstens den Anstand, um umzufallen. Oh, das ist doch wieder bestimmt genau das Richtige für den einen oder anderen Zuschauer. Was sind wir da für ein Scheiß verzapft hier? Oh. So, Richtung. Habe ich den richtigen Marker denn? Ja. Also ich will nicht nochmal durch den Wald gehen. Boah, ich bin richtig am Zittern. Ey, Mann. Ich wollte jetzt auf keinen Fall sterben. Auf keinsten.
Na gut, aber wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin glücklich. Ich habe irgendwie überlebt. So, wir könnten noch weitere Skillpunkte vergeben, was auch wirklich notwendig wäre. Aber die Qual der Wahl ist einfach so heftig. Athletics. Ist immer gut. Neue Athletik. Hier haben wir alles schon durchforstet. Also hier vielleicht noch die eine Garage nicht oder so, ne? Mr. Frost war ein Arsch. So, die kann da hier oben rein, falls wir sterben. Habe ich wenigstens was, was wir zu Hause wieder haben. So, da waren wir tatsächlich schon drin, oder was? Ich sag, wir waren in der Stadt wirklich schon überall, ne? Das ist. Da hier ist nichts mehr zu looten. So, spazieren, spazieren, spazieren. Also, das ist eine weite Strecke. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir landen. Wie gesagt, wir brauchen dringend eine Bücherei. So, Athletik ist mittlerweile schon ganz gut. Wir können auch schon ganz schön lange Zeit rennen. Was ist da hinten? Ist irgendwas ist da auf jeden Fall. In der Ferne. Gut, während man so läuft, ich muss natürlich auch mal ein bisschen auf den Monitor achten. Da ist, das kann nicht wahr sein. Da kommt direkt ein Köter. Ey, das ist doch wirklich verhext, oder? Genau das, was mir nicht passieren wollte, war schon wieder fast. Oh. Gucken, ob die Quest auch richtig ist. Oh, ich dachte, renn weg. Willst du mich angreifen oder rennst du weg? Scheiße, das ist schwer. Okay, tatsächlich. Abgeschlossen. 1 von 5. Marksman Class. Quest begonnen. Ach, das waren Tiere töten. Ha, 25, das war das 25. Tier. Guck mal, wir machen ja richtig Erfolg. Ich hatte doch ein wunderschönes Messer. Das habe ich verloren, ne? Habe ich das verloren? Das ist in den Rucksack da hinten jetzt drin, ne? Das ist mir so egal. Ich habe ja noch hier ein super Knochenmesser. Super Knochenmesser mit Stufe 25. So, meine Pfeile sind schon wieder alle futsch bald. Ich finde das so kacke mit den Hunden, ne? Also ich bin nicht der Einzige, der die nicht mag, ne? Gut. Wenn ich jetzt eins fertige, neues, dann habe ich ein besseres. Werf das Haufen Müll hier weg. Knochen hatten wir jetzt gesammelt. So, nö, das brauche ich eigentlich nicht. Pfeile, jetzt habe ich keine. Scheiße. Ich brauchte ganz viel Steine. Wo, wo, wo? Ich wollte Kommentare vorlesen, Spiel. Kommentare. So, wir laufen mal. Wieder rechts war ja irgendwo der Wauwau. Wäre nice, wenn wir irgendwo einen Brocken abbauen könnten für Steine. Ich gebe einfach mal Fersengas, aber vom Alleredelsten. Dann ist die Straße. Ich weiß nicht warum, aber ich will sie erlegen. So eine kleine Zielübung nebenbei. Ich weiß. Na, gut. Hier sind Steine, aber ich habe Angst wegen den Hund. Du bist jetzt Level 28, 35 Fertigkeitspunkte. Danke. Oh. Also mit den Wildschweinen wird es schnell gehen. Also ich muss ja mal gucken, ob er wirklich Wildschweine töten soll. Kein Zombie jetzt in der Nähe. Gibt das jetzt mehr Fleisch? Schnell weg hier. Da oben ist ein Händler oder sowas. Naja, aber vielleicht finden wir da ja was Schönes. So. Boah, sind hier viele Zombies, ey. Habe ich denn hier kurz Freiraum? Dann kann ich mal ganz kurz gucken, ob das auch wirklich die Aufgabe ist. Quest. Tradesman, das Survival. Ja, 2 von 5 haben wir. Passt. Eigentlich eine ziemlich gut machbare Aufgabe, wenn man Schweine findet. Aber ich finde, die haben sie ganz gut gemanagt. Die Aufgaben, die sind so ein bisschen wie, du musst halt Glück haben, ne? Also du musst dich jetzt nicht abhetzen. Ich wollte den Stein doch nur zerkloppen, Frau Zombie. Ich wollte doch nur den Stein zerkloppen, Frau Zombie. Mein Gott, nee, das war der dritte Pfeil. Nummer 4. Oh, sehr lecker. So. Den habe ich jetzt angelockt da hinten, ne? Der kommt oder steht der da und wackelt nur? Ich brauche viel, viel Stein.
Boah, Gott, ist das Ausdauer. Da könnte man einen Bergbau skillen, dann kriegt man einfach mehr. Ne, der kommt nicht. Der kommt auch nicht. Aber oben ist definitiv ein Händler, den tue ich mir auf jeden Fall an. Also es gibt Bergbau, das hier normal, Bergbaumeister, investiere ich jetzt mal. Da gibt nämlich Blockschaden plus 10, Sammelzahl plus 0. Weiß ich nicht, müssten wir doch eigentlich mehr bekommen, oder? Oh. Den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Weil bringt mir nichts, wenn ich Pfeile machen will, aber 5 Millionen Stück daneben schieß. Ich weiß, das ist gar nicht so schlecht als Final Hit Waffe, nenne ich es immer. So, kriege ich jetzt mehr? Ich glaube ja, ne? Richtig geskillt. Sag einfach richtig geskillt. So, Sepp Forscher war der letzte, den wir vorgelesen haben. Der Christian Helmobatjes hat noch geschrieben. Ein VIP. Wenn ich jetzt laufe, schaffe ich das? Wie viele Steine habe ich jetzt? Wartet. 91. Das ist mir zu wenig. Wie immer ein gutes Video und lass dich nicht ärgern. Du machst das gut und man merkt, dass du Spiele spielst, weil du Spaß dran hast. Und so sollte es auch sein. Mach weiter so. Dankeschön, lieber Christian. Wie gesagt, die Kommentare waren alle toll. Ich wünschte mir, es würden immer so viele Kommentare geben, aber ich kann ja keinen zwingen, Kommentare zu schreiben. Das letzte Video hat scheinbar den Anreiz gegeben, diese Funktion zu nutzen. Hab mich auch sehr gefeiert, ne? Der Nox hat auch noch geschrieben, den kann ich noch lesen. Du bist der letzte auf dem Monitor, den ich noch sehen kann. So, warte mal. Ich muss aber erst was süppeln. Man merkt schon, also 7 Days to Die und Kommentare gleichzeitig lesen ist schwer. Hallo Tim, spiel so, wie du spielen möchtest. Denn es gibt Zuschauer, wo ich mich dazu zähle. Deine Videos mögen genauso, wie du bist und zockst. Liebe Grüße, Nox. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe gerade die Schritte gehört. Nein, das war ich selber mit dem Stuhl hier. Gut. Oh, die geht gleich kaputt. Na gut, ich habe ja Stahl dabei. Oder Eisen, besser gesagt. Ja, das mit der Ausdauer ist immer so eine Sache, ne? Eigentlich wollte ich eine Tür reparieren, aber ja, egal. So. Frau Krankenschwester. Komm, jetzt schaffen wir mal. Das ist es, das wollte ich. So. Oh! Herausforderung abgeschlossen, Krankenschwestern töte ein paar Krankenschwester-Zombies. Okay, jetzt habe ich die Quest ja doch noch erledigt. Aber ohne Zeitbonus. Ah, ich verstehe jetzt. Das war nämlich auch ein Kommentar. Der Hund, der kümmert sich um die Zombies, ne? Boah, ich habe hier so eine Angst vor. Jetzt sind ja 100 Hunde gespawnt, oder was? Habt ihr das gesehen? Da war gerade links wieder einer. Alter, du wirst ja nirgendwo lebend ankommen. Ja, genau. Schieß auf die Hunde. Da ist unsere Wohnung. Wohnstadt. Das geht schon was los, ey. Das ist kein Händler, oder? Das ist eher so eine militärische Anlage, würde ich sagen. Achtung wegen Minen. So. Da gibt es natürlich ganz krasse Zombies. Halt mal. Was vergessen. Na, ja, das nenne ich mal eine Ladung Pfeile. Da kann ich nicht einfach vorbeigehen an sowas. Wir sind auf Minen runter. Oh, wir sind etwas Okay, muss man echt aufpassen. Vogelnest. Eine Glühbirne da oben, aber die hat keine Bedeutung, ne? Da, dieser Kackhund. Ja, ich werde sowas von wieder verrecken, ey. Was ist das jetzt schon? Ey, yo. Und direkt das nächste Schweinchen. Das muss eine Fähigkeit sein. Du schießt Pfeile und baust sie gleichzeitig. Das ist gar nicht so schlecht. Aber ich bin so ein schlechter Bogenschütze hier. Fall doch einfach um.
Treib mich in die Enge. Autsch. Das Schwein macht das hier. Also ein Buddy-Hit besser als gar nichts. Boah, ist hier ein Baller, ey. Was sind wir denn hier im Wilden Westen? Alter, das war voll der Headshot. Jetzt ist er einfach am vorbeigegangen. So, jetzt aber komm, gnadenlos. So, was hast du Feines für mich? Ja, Nachtsichtbrille verkaufen. Bei diesem Händler hier. Quatsch. Oh, ich mag sie in meinen Rücken. So, ein Militärlager. Es wirkt schon wie ein Militärlager, ja, aber irgendwie ist ja komisch. Also waren tun wir hier. Also wir waren da auf jeden Fall noch nie hier. Das darf man mich nicht vergessen. Das nehmen wir mit. Kompletter Raketenwerfer? Jetzt im Ernsthaft? Ja, Hunde, ihr könnt kommen. Wie geil ist denn das? Ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Und dann nehmen wir einen schlechten. Schade, das ist mir zu mühselig. Da ist immer Müll drin. Ne? Da sind nur Kantinen. Ich spare mir die. Boah, geht der einer auf den Sack, der unendliche Munitionstyp, ne? Amboss. Keine Mine? Nein. So. Ich habe einen Raketenwerfer, den habe ich noch nie gebaut. Kann man mit zielen? Nein, das mache ich nicht. Ich habe vier krasse Raketen. Hier war ein Zombie drin. Ach, das Schwein, das Schwein. So. Müssen wir noch ein paar legen. Dann müssen jetzt noch zwei Stück sein. Also das haben wir ganz gut gemeistert dann. Dann haben wir die eine sogar schon auf Stufe 3. Also die dritte Aufgabe davon. Also sehr aufwendig, und aber cool gemacht. Finde ich in Ordnung. Da liegt noch ein, ihr wisst schon. Aber ich will den Kopf erwischen. Kommt man da hinterher? Bing, bing, bing. So, wie gesagt, ich möchte noch... Wie gesagt, die Folge geht ein bisschen länger. Ich vergesse die Kommentare nicht. Oh, jetzt ist er wach. Nein! Du hast das falsch verstanden. Ich wollte nur gucken, ob du lebst. Ich hab nichts anderes... Schöner Schuss sogar. Oh. Warum treffen die denn immer? Warum sind die so heftig? Und der andere kommt gleich von der anderen Seite, der ist schlau. Ja klar. Er hat einen Helm auf. Abgeschriffen. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Da ist noch einer gewesen. Ich hab den noch. Ne. Was ist der andere denn? Ich glaube, den ignorieren wir mal eiskalt. Oh, geil. Also zum Verkaufen super. Ne, lass den anderen jetzt. Also es ist mir zu risikobehaftet. Ich tue den Raketenwerfer Sicherheitsgründen mal da rein. Ich hätte Scheiße damit bauen. Ich wüsste jetzt nicht, weil ich muss wegen Minen aufpassen, was ich damit machen wollte. Ich habe ja noch Raketen tatsächlich im Lager. Und der geht ja nicht sofort kaputt, wenn man einmal schießt. Also ein Schuss müsste wohl drin sein. Wie viele Wildschweine muss ich noch erlegen? Wir ignorieren jetzt mal den Zombie. Ach, ich bin verseucht. Scheiße. Naja, sehr viel schlechter gehen kann es mir kaum. Honey. Du rettest mich. Und wir können uns einmal verbinden. Dann infizieren wir uns nicht nochmal. Und kriegen auch HP wieder. Auch nicht zu verachten. So. Weiter geht's. Puh. Handtasche. Ne, Vogelnest. Oh, schieß nicht auf mich, ne? Nein. Was? Was machen die da? Ich lauf. Wubu, ich hab Wubu gehört. Lauf, Horace, lauf. Ich bin voll langsam.
Okay. Oh nein, ich höre es bellen. Ausdauer ist gut, Ausdauer ist gut. Ja. Kümmere dich um den Hund. Scheiße, aber die große Hauptstraße, da ist ja unsere Wohnung da, ne? Also ich glaube, den Hund bin ich los. Das ist das erste Mal, dass ich hier noch nicht vom Hund gegessen wurde. Und dann haben wir jetzt gleich den wunderschönen Blick über die Alpen hier. Auf mega viel Wasser. Scheiße. Da sieht es nach überhaupt keiner Ortschaft aus, ne? Boah, ist das denn für eine Map, ey? Ist da wieder ein Hund? Ne, das ist ein Rocker, nenne ich immer. Boah, wie krass das aussieht, ne? Ja, scheiße, wo wollen wir dann hin? Hier ist ja nichts. Die Straße verläuft sogar ins Wasser. Im Wasser da unten. Das ist überschwemmt. Da unten ist ein Haus. Kommt da mehr? Alter, nicht in meine Richtung, ist verrückt. Ja, das war meine. Verschieße meine Richtung. Ja, das ist ein Händler oder so. Also ich muss für die Nacht einen halbwegs sicheren Unterschlupf kriegen. Wow. Also hier will ich mal mit dem Skateboard lang. Das ist keine Ortschaft, nein, negativ. Boah, sind die verstreut hier. Hallo, Herr Rocker. Aber vielleicht kriegen wir da einen Handlebar oder sowas. Boah, zu Fuß gehen ist echt scheiße in dem Spiel. Weiß nicht warum, aber eben, er hat bestimmt was Tolles dabei. Schon wieder? Boah, geil, ey, wir leveln ja heute wie die Bekloppten. Eine ansehnliche Schaufel. Ist da unten doch eine Ordnung? Die Hoffnung, ja, ne, das hier ist nichts, weit und breit. Weißt du, wie weit ich zurücklatschen muss dann? Ohne Erfolg? Das wäre voll traurig. Ja, Häuser sind da ja. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hingegangen? Also, das könnte, ne, da könnte nichts kommen. So weit ist es jetzt ja nicht, aber. Ja. Eine Bücherei werde ich da wohl nicht finden. Nein, nein, nein. Das war jetzt ein Spaßschuss, blöder Hund. Okay, dann machen wir dann mal kurz einen Prozess mit. Oh, vorsichtig. Verändere nicht deine Position, Hund. Hä? Rache. Alter, guck mal, was der aushält. Na gut, ich schieße ja am Rücken, ne? Im Kopf wird es dafür besser funktionieren. Ach so, ich dachte, der wäre da. Okay, der wird uns auf jeden Fall nicht essen. Puh. Das könnte ein Händler sein. Den werde ich auf jeden Fall mal unsicher machen. Wildschweine wäre noch cool. Was war das denn? Du gesehen? Na, komm. Wuhu. Na, Hirsch. Bleib du mal Hirsch. So, wie gesagt, ich will noch die Kommentare vorlesen. Das ist wichtig. 30 Stück waren es und so viele will ich immer haben, aber jetzt kannst du ja, wie gesagt, nicht erwarten. So, die gebannt sind, die können, glaube ich, aber die Videos noch gucken. Also, aber nicht mehr kommentieren. Also, ich weiß nicht, man kann nicht richtig bannen bei YouTube. So, das sieht doch aus wie eine Familie, die sehr gerne Bücher liest, oder? Was ist denn das für ein Haus, ey? Was für ein Psychopath hat das denn gebaut? So Militärfaser, ne? So. Was uns da drin erwartet jetzt?
Türen über Türen. Pilze? Da? Ich sag, wir haben ja ein bisschen Zeit. Das sollten wir auch nutzen. Achso, Blödsinn. So. Bleib mitnehmen. Was ist das denn? Freigeschaltet. Also die Tür ist auf. Natürlich kann ich die Bretter nicht aufmachen. Das ist ein sehr skurriles Gebäude. Hier hundertfach abgesichert. Also der Walker, the War of the Walkers, da gibt es auch ganz komische Sachen. So, Ausdauer, warte, ich trinke mal einen Schluck Apfelsaft. Einfach mal was können. Ja, yeah, 82. Total glücklich. Also eigentlich könnte hier kein Zombie drin sein, außer der Überlebende, der mal hier drin war, ne? Also, das ist doch nicht sicher, das Haus sieht ja furchtbar aus. Es muss doch irgendwas Bonusmäßiges geben, wenn man schon so coole Sachen macht hier. Okay, Müll. Da, Panzerglas. Wisst ihr was? Ich geh zum Händler. komisches Haus. Wir skillen. Wenn ich mal treffen würde. Mein Gott. Ich habe schon verstanden, wie das Zielen geht, aber trotzdem, in der Nervosität schießt man gerne mal daneben. Und wir wurden noch nicht von den Hunden gegessen, das habe ich gesagt. Der war schön. Das Fadenkreuz nicht, was rein ist hier, das habe ich schon geschnallt. So, ja, Richtung Händler. Versuchen wir noch ein bisschen zu skillen. Down. Und du jetzt. Wunderschön, Pfeile habe ich noch. Vitamin C benutzen. Das kann man immer gebrauchen. Verschlissene Stiefel. Toll. Maximal 83. Okay, langsam geht die Welt jetzt wieder hoch, aber das riesen, riesen, riesen Problem ist, es gibt hier keine Stadt. Es gibt hier einfach keine Stadt. Oh, die geht auch gleich im Arsch. So, hier fehlt schon eine. Ach, falsches Werkzeug. Warum sind die eigentlich so schwer zu treffen? Kaputt. Ich habe ihn gehört. Den Herr Rechtsanwalt. Ein Taler dabei. Der Arme. Gut, Axt, wo bist du hingekommen? Da rennt ein Überlebender, ne? Ja, mach du mal, was du willst. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt kein Zombie, bitte. Also, das lohnt sich manchmal gar nicht, da sich die Mühe zu machen, ne? Aber man weiß es ja vorher nicht. Das hat sich gelohnt. Vermass und. Ja, gut, die Trommel nicht. Vermass. Da kriege ich auch keinen Hund mit Down. Aber ich fühle mich wohler. Das ist die Hexerei. Hä? Achso, das ist der Typ, der schießt sie alle nieder. Das war kein Händler, ne? Scheinbar. Das war ein ganz normales Haus. Sind wir hier gelandet? In was für nichts? Ein schönes Haus auf jeden Fall. Komische Textur, ne? Naja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch nicht waren. Komische Sachen man findet hier. Boah, eine Garage. Aber die Wohnung ist bestimmt. Das ist gar keine Wohnung. Ist. So. Mein Traum wäre eigentlich nur, ihr wisst schon, Bücher zu finden.
Das ist ja das Ziel. Wow, die sehen aber sehr belesen aus hier. Wow, was ist ein geiles Haus. Schau mal, dass das einfach nichts bringt, dass die Zombies das überrennen irgendwann. Oh, er liest. Siehst du, das sind intelligente Menschen, die haben Bücher. Arsch. Kein vernünftiges. Mist. Aber im Schlafzimmer lesen die auch, so schlaue Menschen. Das weiß ich nur aus Funk und Fernsehen. Wo kommst du jetzt her? Da bin ich doch rausgekommen. Das hört sich nicht gut an. Wo, wo, wo. Schön liegen bleiben. So. Also, ist das geizig, oder? So massiv geizig. Da haben sich noch für die so ein Umkleide-Eckchen. Der Kackhund, der stört mich da draußen. Was ist das? Gab es nicht eine Etage höher? Lest doch ein bisschen, Leute. Lest doch mehr hier in Seven ist oder Buch, Jagdmesser. Ja, yeah, das ist ein kleiner Erfolg. Bestimmt nach oben einen Weg, oder? Das scheint nach draußen zu gehen, im Garten wieder. Ja, da war noch was. Ich brauche bessere Rüstung, ey. Oh, da ist er. Wo will ich denn jetzt lang, ist die Frage. Weiter diese Richtung. Cool ist, dass die lebenden Hunde sich auch die Zombies schnappen und mich dann ignorieren. Also sehr interessant da, ne? Wir waren gar nicht im Garten. Oder war es da auch ein Händler? Läuft da so, was, die laufen da so eiskalt rum, als ob das völlig normal wäre. Das ist tatsächlich doch ein Händler. Juhu. Bin ich doch nicht falsch geraten? So, wäre schön, wenn man eine Stadt am Horizont sehen würde, ne? Self-Storage. Dich kennen wir natürlich noch nicht, lieber Händler. Du wirst mich ja eh raus irgendwann. Hä, hier ist was offen. Waren wir doch schon mal hier? Nie im Leben waren wir hier. Und manchmal haben wir ja hier Werkstätten drin. Ja, zum Beispiel. Sollte man auch reingucken. Destroyed. Ich höre einen Geier. Der dürfte hier eigentlich nicht rein, ne? Zement. Boah, meine Tasche ist voll. Was ist das für ein Schrank? Tisch. Kenne ich gar nicht, die Tüten, die Stühle. Ist das so dunkel eigentlich? Ist noch voll Tag. Klinge, habe ich mir das letztes angeguckt. So, Händler. Ein paar Talas sind ja dabei und ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Hallo. Irgendwas. So. Was bezahlt gibst du mir eigentlich für so einen Scheiß hier? Nicht viel. Bis ich die selber gebaut habe. Ist Weihnachten. So. Was behalte ich natürlich den Helm. Habe ich ja auf. Jetzt aber mal gucken können, wie meiner noch in Schuss ist. Sag mal, nur aus Spaß. Ich will ihn nicht verkaufen. Ich will ihn auf jeden Fall behalten. Guck mal hier, die Dinger. Warum ist die mehr wert als die? Weil sie haltbarer ist, ne? Also ich brauche kein Nachtsicht, oder? Wow. Ich weiß es. Ich hätte sie behalten sollen. Nicht viel wert. Knochen, Benzin. Brauche ich selber. Das ist nix. Zement kann man auch für günstig verkaufen. Will ich aber nicht. Munition. Da ist der Raketenwerfer. Ist 4000 wert, nicht viel. Können wir behalten, getrost. Da ist er wieder. Ich behalte ein Nachtsichtgerät. Kann ich die verkaufen? Wie albern, oder? So. Messing. Geht nicht. Thunfisch. Kannst du. Ne, will ich selber behalten. Erde. Warum habe ich denn Erde in der Tasche? Und der doofe Kupferkack hier.
Die kann man gut verkaufen. Die geben auch Taler, aber die geben auch Brass. Ach komm. Ich bin geldgeil. Pilze. Leder. Habe ich auch genug. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was er hat. Plastik brauchen wir eigentlich ganz viel. Oh, guck mal, Insel, die Dinger schon. Metallrohr, Flansch. Was für eine Scheiße alles. Da, Sachen, die ich verkauft habe, natürlich. Plastik brauche ich. Für zu Hause. Für irgendeine Quest war das. Ich weiß nicht mehr. Ich nehme mal 30 Stück mit. Jetzt kommt das Spannende. Aber ich könnte ich mir holen, ne? Eigentlich wäre das eine coole Sache. Baupläne werden jetzt voll wichtig. Geschmiedeter Stahl. Darf ich ja eh nichts rausbauen. Das war sehr teuer. Ach, ich darf es nicht equippen. Aber auf jeden Fall wert. Das gibt mehr Schutz. Aber sowas von. Wie sehe ich überhaupt aus? Diesmal merkt schon, dass ich mir darauf mehr Acht gegeben habe diesmal. Handschuhe haben wir nur dumme Stoffhandschuhe an. Hast du da noch Handschuhe gehabt? Ja, Stoffhandschuhe, toll. Pfeile. Warum nicht, ne? Armbrust brauche ich nicht. Ist ja was, wenn wir das haben, dann haben wir es. So teuer ist es ja nicht. Dann haben wir das wenigstens schon mal. Gut. Okay. Morgen geht's weiter. Morgen gehen wir dann eine Runde in der anderen Richtung. Ich lese jetzt nochmal das Ende der Kommentare vor. Obwohl, wir können auch noch weiterlaufen. Wir sind bei Nox stehen geblieben. Oh, die sind anders sortiert hier, verdammt. Die sind hier ganz, ganz, ganz anders. Verdammt. Das sind aber echt viele Kommentare. Achso, ich kann scrollen im anderen Monitor. Wie schlau. Nox, dann Quenji LP war der nächste. Okay, dann geht's doch weiter. Eine Sekunde. Ja, Professionalität sieht anders aus, ich weiß. Was wäre denn die Farm jetzt wert gewesen? Das hätte ich mal gucken können noch, ne? Weiter in diese Richtung. Vielleicht sehen wir eine Ortschaft. Der Quenji hat geschrieben, super Video. Nur deine normalen Videos wird bei mir angezeigt, dein Livestream aber nicht. Ich hoffe, YouTube regelt das und es war ein sehr gutes Video, richtig gute. Mach weiter so. Dankeschön, Quenji. Ja, das mit der YouTube, der Videos angezeigt werden, ist ja immerhin etwas. Ja, das ist aber nicht normal. Also ich habe Probleme halt bei YouTube mit meinen Livestreams, dass sie nicht, wie soll man sagen, gepostet werden. Gut. Kael hat viel geschrieben, aber ich sehe nichts. Ne, ist keine Ortschaft. Ein Stein. Man sieht auch nicht mal den Ansatz von Häusern und über Wasser laufen dort 100 Jahre. Da ist irgendein Haus. Also ist egal, welche Ortschaft wir finden würden. Völlig egal, ob wir finden eine. Das wäre ein schöner Abschluss fürs Video, ne? Das könnte. Ne, ist kein. Ein Hörtchen. Ah, japsa, aber da gibt Training, mein Freund. Das ist pures Training. Schnee. Warum sind da jetzt Eisbäume? Wir sind doch gar nicht im Schneebiom. Ja, im Gegenteil. Oh, ich habe das Birdnest schon wieder nicht gebaut. Fällt mir gerade spontan ein. So. Hier ist, aber hier ist Schnee. Wie witzig ist das denn bitte? Das Spiel kann sich nicht so ganz entscheiden, ne? Es ist kalt. Oh. Also wenn wir nach Hause kommen, dann bringen wir gute Sachen mit. Fleisch, Essen und eventuell noch ein Buch. Wir werden nass vom Schnee. Habt ihr gelesen? Hallo? Also man ist so verzweifelt nach Büchern ansuchen. Man findet einfach keine Kackbücher. Verarschkiste. Jedenfalls alles offen. Schönes Bett.
Bis wir über Subnautica scannen dürfen, das wäre cool. Was ist das denn? Kenne ich ja gar nicht. Das ist die frostige Frostfrau, ne? Wenn ich das anziehe, was passiert dann? Wechselt er das um, okay. Hab ich schon wieder ein Level. Wir sind Level 30. Du bist nass. Das passiert bei mir immer. Keller. Oh, das ist der Keller, der unter Wasser stand. Müsste der nicht gefroren sein? Mann, ich will die Kommentare lesen. Also ganz schnell. Kael. Nicht ärgern, Tim, genau dieser deine Art zu spielen gefällt mir. Man bedenkt, dass auch die Entwickler gerne einige Details in ein paar Gimmicks einbauen. Und du bist jemand, der die Spiele wirklich penibel durchspielt und man somit auch in den Genuss kommt, Sachen zu sehen, die man selbst beim Game übersehen hat. Ein Spiel kaufen und durchrennen finde ich persönlich völlig blöde, aber genau dieses scheint ja modern zu sein. Ja, anscheinend ist einigen nichts mehr irgendwas wert. Mehr Anzeigen kann ich leider jetzt nicht sehen, aber danke schön, Kael. Ich bin jetzt nicht so der, der so detailliert zockt, aber man muss schon ein bisschen gucken, ne? Ist klar. Dankeschön, Dankeschön. So. Wie lange wird jetzt hier Schnee sein? Das kann doch nicht lange Schneebiom sein. Da fliegt ja schon wieder ein Geier rum. Das passt manchmal so überhaupt nicht. Eine Pappen hat sie danach geschrieben. Bin mal gespannt. Ich hab's ja schon gelesen, aber ich vergesse das natürlich. Der war unter dem. Wäre cool, wenn wir noch einen Wildschwein erwischen würden. Kampfanzugshose. Ja, das war ein besserer Tausch. Also mittlerweile haben wir wahrscheinlich schon eine ganz gute Panzerung, wa? Guck mal hier, eine eingefrorene Yucca. Das ergibt doch keinen Sinn. Vom Biom her. Und da ist ein offener Ozean. Was ist los? Treffer. Schwer zu treffen, das Schlängchen. Oh. Denkst du, der ist so doof, da hau ich ab. Ja, wo ist denn die Schlange? Nehmen wir den Raketenwerfer. Machen wir gleich auch nochmal. Doch, die treffst du. Das nicht. Bin ich am Unterkühlen immer noch? Was? Ey, ich bin doch gar nicht im Eis. Das ist wärmer. Sehr verwirrend. Also skillig sind wir heute gut drauf. Ey, das war doch voll durch den Kopf durch. Sag meine Pfeile 100 nur genau. So, Hülsen auch immer schön. Pappnase, was hast du denn geschrieben? Du lernst aber auch nicht dazu. Gebannt! Nein, Quatsch. Da, letztes Schwein. Das kann doch nicht wahr sein. Schwein, lass mich. Erledigt! Eine weitere Aufgabe. Dann warte, Pappnase, ich lese sie gleich vor. Oh, dann haben wir die ja schon wirklich ganz gut gemeistert bis hierhin. Aber es sind so viele Zombies, Mann. Muss irgendwo in Sicherheit sein, jetzt gleich mal. Dann um die Kommentare kümmern. So entspannt, weißt du? Sonst müsst ihr so lange warten, bis ihr dran seid. So. Fuck! Bleib hin, ich will den hier haben. Mein Gott, das hört ja gar nicht mal auf an Zombies hier. Also hier ist offenes Meer, ey. Schöner Schuss. Na egal, alles was wir machen, fördert uns ja. Ich würde mich nicht so gerne mal schlagen lassen, aber... Jetzt haben wir eine dicke Rüstung an. Sagt jetzt schon wieder Level up. Alter, das geht ja ab heute. Das geht ja heute ab. Da kann ich ja nächste Folge richtig viele Skillpunkte verteilen, wa? Das ist nicht gut. Aua. Meine Panzerung. Ich habe überlebt, Alter. Ich habe überlebt.
Eine Hundeattacke. Was geht ab hier, ey? Tiere. Oh, den habe ich auch. Ich weiß nicht, warum ich dann hingegangen bin, ich Depp. Gut, aber der hat mich ja nicht getötet. Immerhin. Ja, hätte die Famasse in der Hand haben sollen, dann wäre der Hund Klacks gewesen. Ja, das ist jetzt der Nachhauseweg. Das ist ein bisschen blöd. Da haben sie nur eine Insel abgefarmt. Pappnase hat geschrieben. Du lernst aber auch nicht dazu. Du spielst Seven Days. Was für Kommentare erwartest du denn? Du wirst immer Trottel haben, die deine Gameplays persönlich nehmen. Außer natürlich, du hast professionelle Unterstützung. Wie mich zum Beispiel. Okay. Nasenwurst. Drei Antworten hat er drauf, kann ich leider nicht lesen, könnt ihr selber nochmal nachgucken. Robin Kalpert, ich mag dich und deine Videos echt gern und freue mich täglich auf neue Folgen. Lass dich nicht unterkriegen und mach weiter so. Dankeschön. Haxen, danke Tim, gutes Spiel, guter Tim. Vielen Dank, schön kurz gehalten. So, wir müssen ja mal scrollen. Nikolaus Andreas. Also ich schaue dir gerne zu, ich kann es morgens immer gar nicht abwarten, bis die Folge online ist. So wie heute, erst nach 11.30 Uhr. Ja, ich habe letzte Zeit wegen Lernen einfach keinen Rhythmus mehr, was die YouTube-Videos betrifft. Und nächste Woche wird noch viel schlimmer. So, eigentlich will ich nicht wieder direkt... Ja, das wäre der direkte Rückweg. Das geht direkt nach Hause. Und da sind wir ja gerade gewesen, den haben wir jetzt unsicher gemacht, den Platz. Ja, wie gesagt, nächste Woche wird noch schlimmer, da habe ich ja wieder Unterricht... Eine Woche lang, Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag frei und dann Montag schon die Prüfung. Also es wird eine ganz ätzende Woche. Ich bin auch so im Stress deswegen. Was müssen wir denn jetzt nochmal machen? Wartet. Wegen der anderen da. Schinken, Speck mit Eiern. Oh, guck mal, cool. Ich liebe Kochen. So, wie gesagt, es wird sehr stressig, eine zeitlich. Auch heute, jetzt haben wir schon 10.30 Uhr. Was? Wie lange geht denn die Folge? Machen die solche Spiele eigentlich auch paranoid? PS, nettes Video. Und loot gut. Weiß ich nicht. Also paranoid macht mich das nicht. Also wenn du meinst wegen den Kommentaren, wegen den Antworten da drauf. Ey, wenn du das wirklich x-mal gelesen hast, irgendwann platzt dir die Hutschnur. Ne? Wenn du wirklich x-mal von denselben Leuten immer dasselbe liest, da wirst du nicht paranoid. Nee, da wirst du nur aggro. Ne? Ist einfach so. Also nicht paranoid. So schlimm bin ich nicht. Gabanekro. Ey Tim, rechtfertige dich nicht. Rechtfertige dich nicht. Ich bin ein Abonnent, weil ich das so sehr mag, was ich bei dir sehe. Das ist super lieb. Bleib genauso. Ich liebe deine natürliche Art zu spielen. Genauso spiele ich auch. Das ist schön. Warte, das war doch nicht alles. Ich kann an Autos nicht einfach vorbeigehen. Habe ich schon, ne? Genauso spiele ich auch. Tja, so ist das bei Menschen wie uns, die keine 24 Stunden am Tag Zeit haben, zu spielen. Bleib so, deine Videos sind super. Vielen Dank, vielen Dank. Da kommt eine Ortschaft. Ich habe eine Ortschaft gefunden zum Abschluss. Ich muss aber auch langsam zum Ende kommen, ey. Mickel, ach, der gute alte Mickel. Er schreibt, mach einfach weiter so. Wenn jemand deine Spielweise nicht mag, soll er einfach abschalten. Hab YouTuber gesehen, die sind in einer 20-Minuten-Folge 6-mal gestorben und haben trotzdem weiter gestreamt. Ist doch kackegal. Natürlich. Ist das egal, wie oft ich sterbe? Spielt ja keine Rolle. Wäre nur schön, wenn man halt mal ein bisschen Wellness kriegen würde hier, ne? Gut, Kai Paul Big Boss Dickmann. Hallo, cooles Video. Grüß dich und ja, Dankeschön. Moon Up. Genau so sehe ich das auch. Man kann durch das zocken, was man will und nicht so rumheulen, Leute. Was ist verkehrt? Ich zocke, was ich will und Tim zockt, was er will. Ende aus. Ende Punkt. So ist es, nicht wahr? Ja, du hast völlig recht. Wir haben unseren Standpunkt dargestellt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz die Ortschaft gucken. Dann geht aufs letzte Kommentarchen ein. Das ist gut, denn es wird Nacht. Ich habe eine Ortschaft gefunden. Ist zwar eine Schneeortschaft, aber ist egal. Wir werden uns schon mit einem Feuerchen warm halten können. Regen. Das einzig Wichtige an dieser Ortschaft ist, eine Bücherei muss her.
So, ich kann ganz schnell noch den Ratzepuse vorlesen. Ganz ehrlich, wenn Tim so gut wäre, würde ich gar nicht mehr zuschauen. Ich finde genau die Fehler, die Entscheidungen, die auch mal falsch sind, spannend, wenn man vor dem Handy oder dem Monitor sitzt. Wo ist die Ortschaft hin? Hast aber, das war noch nicht alles. Nein, was, ne, Quatsch, Monitor sitzt und denkt, nein, macht das nicht. Und er macht es dann und kommt vielleicht damit durch. Das ist genau, warum ich Let's Plays schaue. Also Tim, weiter so und schöne, viele Sachen probieren. Auf jeden Fall, wir werden wieder alles austesten, was geht. Vielen Dank für dein nettes, liebes Kommentar. So, ich muss weiter scrollen. Eat what Icon. Juhu, hat er einfach geschrieben. Ruhelose Rache 92. Ui, gruseliger Name. Kommt es an die Ortschaft oder bin ich jetzt vorbeigepfeffert? Oh, das ist zerstörtes Biom, ne? Weil es ist gleich 22 Uhr. Ich muss irgendwo. Ach, das war's schon mit den Schweinchen, oder? Die haben wir schon erledigt. Aber Fleisch ist ja immer gut. Hier wird's kalt. Hier ist es eiskalt. Das ist ein Hochhaus? Okay, das müssen wir nächste Folge aber erst unsicher machen. Wenn wir Glück haben, finden wir hier was. Ich muss erstmal in ein Haus rein. Und mich in Deckung setzen. Einfach nur sicherheitshalber. Ah. So. Schließe mich wahrscheinlich mit einem Zombie jetzt hier ein. Besser als gar nichts. So. Oh. Oh, ach, wollte ich gar nicht. Hä? Trifft das Ding nichts? Vitamin D. Ja, hier scheint wenig Sonne, das ist ganz praktisch. Hier drin wird es ja wieder warm, ne? Idiot. Hallo, ich habe dich angeschlupst. Oh, hier sind so viele Zombies drin. Scheiße. Wieder böse enden. Wartet. Schöner Schuss. Können gleich rennen, das ist das Riesenproblem. Mann, mach ihn doch down jetzt! Aua, trifft er auch, ist klar. Wenig, er wackelt und zappelt wie die Hölle. Mein Gott, nee. Danke, Zombie, dass du dann auch mal verstirbst. Kannst nicht ziehen. Was brauchen wir eigentlich gar nicht? Wir spielen ja nicht PvP. Ah, toll. So. Kann er nicht da hinsetzen oder was? Was ist da ein Problem? Bin ich selber im Weg, logisch? Der Zombie im Weg. Mann, ich muss endlich Feierabend hinkriegen. Aber ich muss die Kommentare vorlesen. Ich habe mich übernommen heute, man merkt's. Da klettert er doch rüber. Ernsthaft? Was war das denn? Der war da noch am Liegen. Der war da noch am Liegen, der Arsch. Okay, noch. Der Rest der Kommentare, wem habe ich vergessen? Ruhe, Rache habe ich. Stefan Cisco, du musst den epischen schwarzen Todeswolf eine Dose Rentier-Kennerfleisch von dem Pfoten werfen, dann wird der Wolf dein ständiger Begleiter, aber das bleibt unser Geheimnis, Tim. 100 Kaninchen ergeben eine Dose Rinti. Alles klar.
Ach, mich schrocken. Thorsten FFM, mal wieder eine herrliche Folge. Bitte schön. Interessantes Querbeet, so heißt das, so heißt der Typ. Hallo Tim, die Hunde sind wirklich nervig. Ich habe immer ein Stack Holzbikes dabei. Also nicht die Runde, nicht die Runden, sondern die anderen. Ja, das ist eine gute Idee. Die kann man dann bei selbst vom rückwärts laufenden Tier entgegenwerfen. Wenn sie dann hängen bleiben, kann man sie dann in Ruhe abschießen. Sehr geiler Tipp. Johann, echt Respekt, Störenfriede. Mit solchen Kommentaren muss man entfernen. Danke, Tim, für deine coolen Videos und weiter so. Bitte schön, Johann. Mutti mit Kind, so mal zurück zum Business. Falls du im Bunker bleiben willst, nicht vergessen, Landclaim-Block setzen. Des Weiteren nicht vergessen, wenig Ausdauer, lieber Bogen nutzen. Genau, das habe ich ja heute gemacht. Waffen in der Übersicht auf Wesensschaden checken. Okay, jetzt sind viele Tipps drin. Danke, Mutti mit Kind. Ich muss jetzt Feierabend machen. Viel zu spät. Bis dann. Ich bin nur in der Bandage.